Also zuallererst möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die Einladung nach München, also auch für die Organisation von dieser sehr spannenden Symposien. Also danke auch an Herrn Eisfeld. Und also ich meine es wirklich, ich finde die Mischung aus Perspektiven, die hier präsentiert werden, also außerordentlich interessant, auch gerade weil ich seit 10 Jahren mich mit diesem Begriff der Immersion auseinandersetze. Man könnte behaupten, also all das, was heute Thema ist, ist einfach eine Auseinandersetzung mit Immersion. Aber man versteht immer, finde ich, etwas ganz Einfaches unter dem Begriff Immersion. Und ich hoffe, ich vermute, wir sehen das alle also ähnlich komplex. Also das vermute ich sehr von allem, was ich gehört habe. Und das freut mich sehr. Also ein bisschen was zur Immersion, also am Anfang, zu diesem allgemeinen Begriff. Der Begriff der Immersion hat in den letzten 10 bis 15 Jahren zunehmend einen Platz in der geistes- und sozialwissenschaftlichen Sprache eingenommen. Ein Blick in die Daten, die vom Arts and Humanities Citation Index und vom Social Sciences Citation Index zur Verfügung gestellt werden, bestätigt dies. Eine Suche nach dem Wort Immersion im Titel eines Texts zwischen den Jahren 1975 und 2014 findet 77% der 2500 in etwa Nennungen des Wortes im Zeitraum ab dem Jahr 2000, also in den letzten 15 Jahren erst. Also ich beginne auf diese Weise, bitte, also erschrecken Sie sich nicht. Also es geht ja für mich hauptsächlich darum, die Vielfalt in diesem Begriff zu betonen. Ich will nicht jetzt also allzu traditionell auftreten, aber ich finde es sehr hilfreich, hier gleich anzufangen. Der Begriff der Immersion stammt aus dem spätlateinischen Immersio, eintauchen, und verweist laut Duden im praktischen Gebrauch auf 4 möglichen Kontexte. Erstens im Bereich der mikroskopischen Beobachtung, etwa in der Physik bzw. in der allgemeinen Mikroskopie, verweist die Immersion auf die Einbettung eines Gegenstandes in eine Flüssigkeit, um eine präzise Studie der Eigenschaften jenes Objekts zu ermöglichen. Also wie zum Beispiel oder wie dies zum Beispiel im Fall einer Kristallform durch die Verwendung einer lichtbrechenden Flüssigkeit als Medium gegeben wäre. Zweitens, im Bereich der Astronomie ist die Rede von einer Immersion, wenn zum Beispiel ein Mond in den Schatten eines Planeten tritt und somit aus der Perspektive eines Beobachtenden scheinbar in die Planetenscheibe eintritt. Drittens, als Methode des Fremdsprachenunterrichts verweist die Immersion auf eine Unterrichtsstrategie, die den Gebrauch von anderen Sprachen als der zu Lernenden im Unterrichtsraum grundsätzlich ausschließt und dort somit quasi ein künstliches kulturelles Biotop schafft, das für die Aneignung der Sprache fördernd ist. Und schließlich viertens gilt das Eintauchen in eine virtuelle Umgebung als eine Immersion, was jedoch der Duden durch den Hinweis EDV ausschließlich in den Kontext der elektronischen Datenverarbeitung stellt und somit als medial bedingte Erfahrung versteht, die ausschließlich als Wirkung von elektronischen oder interaktiven Medien vorkommt. Gut, in Kontrast dazu, etwas klein, aber immerhin, insbesondere als Lehnwort aus dem Englischen im spezifischen Wirkungsbereich dieser letzten Gebrauchsform hat die Immersion unlängst zunehmend Konjunktur in der Film- und Medienwissenschaft gehabt. Dies hat im deutschen Verständnis des Begriffs eine Zuspitzung der Signifikanz von Immersion mit sich gebracht, die zugleich Feinheiten des ursprünglichen Gebrauchs im englischen Kontext übersieht und somit die Komplexität des Begriffs verkennt. Neben der ersten Bedeutungsangabe in der Oxford English Dictionary, nämlich the action of emerging or immersing, erscheint eine zweite, die für die Beschreibung der ästhetischen Erfahrung wesentliche Bedeutungsangabe, nämlich absorption in some condition, action or interest, etc. Diese gewöhnliche und bereits ab 1647 zu verzeichnende Gebrauchsform verweist deutlich auf die Vielfalt der Verwendungsmöglichkeiten im Englischen, die unabhängig vom Auslöser bzw. Medium der Erfahrung, sei dies durch die Medien der Virtual Reality, Romane oder alleine die Konzentration auf die Lösung eines mathematischen Problems. Also unabhängig vom Auslöser oder Medium, eine spezifische Form von intensivem Engagement mit einem beliebigen Gegenstand beschreibt. Wie die Definition des Duden jedoch in Kontrast dazu zu erkennen gibt, wird im Kontext der ästhetischen Erfahrung das Wort Immersion im deutschen Diskurs typischerweise ausschließlich in Zusammenhang
mit den elektronischen Medien assoziiert. Ferner gilt sie somit nicht selten als Synonym für eine gehaltsarme Ablenkung, die durch die radikale Nähe zum ästhetischen Gegenstand unumgänglich bewirkt wird. Wo es um eine begriffliche Definition gehen sollte, findet man sich häufig sogleich in einer ganzen Verkettung von oftmals wertenden Dichotomien wieder, die vermeintlich allesamt Charakteristika der Immersion festlegen, ohne im Einzelfall hinterfragt zu werden. Also Immersion, Kontemplation, Nähe, Distanz, wehrlose Hingabe, Reflexion und so weiter. Ein Anliegen meiner Forschung zum Begriff der Immersion war es, diese Dichotomien der ästhetischen Erfahrung zu hinterfragen, die traditionell an die Rezeption älterer und neuerer Medien angelehnt sind. Ein weiteres Anliegen war es, eine Bestandsaufnahme der verschiedenen Formen der Transferleistungen der Immersion zu verschaffen, die schließlich in eine Neubestimmung des Begriffs mündet. Obwohl immersive Wirkungen besonders mit Videospielen in Virtual Reality assoziiert werden, handelt es sich keineswegs um eine exklusive Umgangsform mit neueren Medien. So kann etwa in der Kindheit bereits die Lektüre eines Romans oder das Spielen von Rollenspielen derart überwältigen, dass man sich geradezu physisch wieder distanzieren müsste, um den gefangennehmenden Schreckens- oder Freudenszenarien zu entkommen. Das ist ein Verhalten, das uns als Erwachsenen im Kontext unserer ästhetischen Erfahrungen wieder begegnet. Die Vielfalt an Bedeutungszusammenhängen und Schattierungen, die dem Begriff Immersion innewohnen, erzwingt die Frage, welcher Typus von Erfahrung mit dem Wort angesprochen wird. Eine begriffliche Bestimmung von Immersion ist insofern nicht in einem definitorischen Handstrich zu erledigen, als es sich dabei um ein ubiquitäres Phänomen zu handeln scheint, das in verschiedenen Erscheinungsformen zur Geltung kommt und sich sowohl aus einer Vielfalt an Bedeutungszusammenhängen als auch wissenschaftshistorisch aus gänzlich verschiedenen Quellen speist. So können sich immersive Zustände kinästhetischen, propriozeptiven, synästhetischen, multimodalen, imaginären sowie raumzeitlichen Selbstverortungen in fiktionalen Welten oder auch in nicht-narrativen medialen Matrixen wie Avantgarde-Filmen oder Computerspielen verdanken. Fraglich ist von daher zunächst, ob es sich bei Immersion um einen Oberbegriff handelt, dem bestimmte Zustände mit übereinstimmenden Merkmalen zugeordnet werden können, oder ob es sich eher um eine heuristische Metaphernbildung handelt, die bestenfalls Familienähnlichkeiten zwischen ganz unterschiedlichen Umgangsformen mit Medien zu assoziieren hilft. Ein genauerer Blick auf die oben zitierte Definition der Immersion im Duden, also die erste, bestätigt die Vielfalt an Möglichkeiten, die darin semantisch enthalten sind. Denn die einzelnen Bedeutungsangaben machen deutlich, dass ein bemerkenswert weites Feld mit dem Begriff abgedeckt wird. Während im ersten Bedeutungskontext ein Objekt mittels einer Immersion für die Untersuchung per Mikroskopie vorbereitet wird, also etwas wird sichtbar, verweist die Immersion im zweiten Bedeutungskontext auf einen Prozess der Verschleierung in der Astronomie. Etwas wird unsichtbar. In diesen beiden ersten Fällen wirkt sich die Immersion auf einen Gegenstand aus. In den letzten beiden Bedeutungskontexten jedoch verweist die Immersion auf eine Veränderung im Subjekt. Das Anwenden der Immersion beim Fremdsprachenunterricht befähigt das Subjekt zu einer kognitiven Leistung, die im anderen Fall nicht möglich wäre, man lässt sich verwandeln in diesem Fall. Die Immersion, die in der EDV-Umgebung der Virtual Reality mittels einer Simulation entsteht, bewirkt eine vermeintliche Übertragung des Subjekts in einem fiktiven Raum, also man lässt sich transportieren. Es ist von daher sinnvoll zu überlegen, inwiefern mehrere oder auch alle diese Bedeutungsschattierungen, die in der Wörterbuchdefinition der Immersion enthalten sind, im breiten Spektrum der immersiven Erfahrungen zu verschiedenen Anteilen wirksam sind. Bei dieser Bedeutungsvielfalt ist die Tatsache hervorstechend, dass eine Immersion sehr häufig dazu in der Lage ist, eine Verunsicherung zu veranlassen. Das Eintreten eines Himmelkörpers hinter den Schatten eines anderen, wie zum Beispiel bei einer Sonnen- oder Mondfinsternis, wirkt beispielsweise für den Beobachter wie eine Einverleibung. In diesem Sinne
hebe ich zwei Eigenschaften von Immersion hervor, die im üblichen Verständnis des Begriffs in der Medienwissenschaft sonst oft vernachlässigt sind und die einerseits mit der Erscheinungsform des Objekts und andererseits mit dem Status des Subjekts zu tun haben. In Kontrast zu demjenigen Verständnis von Immersion, die Sie mit der Fantasie einer Virtual Reality, das heißt der Aufbietung einer möglichst nachahmenden Simulation der äußeren Umgebung verbindet, vertrete ich hier die Auffassung, dass die Immersion vielmehr auch ein Ergebnis von Abstraktheit sein kann, beziehungsweise von Prozessen der Abstrahierung abhängt. Stattdessen können bei einer Immersion, die durch Abstraktheit geprägt ist, die Gesetze der vertrauten Welt scheinbar aufgehoben werden, um neue Erkenntnisse zu ermöglichen. Dies hat entsprechende Konsequenzen für die Kohärenz des Subjekts. Anstatt eine glatte Übertragung des intakten Subjekts in eine fiktive Umgebung zu bewirken, löst die Immersion vielmehr ein Hinterfragen von Subjekt-Objekt-Verhältnisse aus. Nach diesen einleitenden Worten möchte ich mit einem Verweis auf eine vielseitige und anregende Diskussion zum Begriff der Immersion fortschreiten, die auf der Collaborative wissenschaftliche Webseite in Media Res 2009 stattfand. Eine grundsätzliche Frage wurde damals gestellt, nämlich: Immersion is mediational and multi-perspectival. How can we explain it in a way that accounts for these multiple perspectives and intentionalities? Is it enough to explain it as a characteristic of certain types of media? Or should our discussions of immersion account for players' intentions? Technological affordances and constraints. The consumerist orientation of most computer games and other immersive media. Given these questions, what might meaningful studies of immersion look like? Folgende Antwort kam auf diese Frage, eine Antwort, die dafür sprach, von den Eigenschaften und Strukturen der Medien bzw. Texten abzusehen, die gerade untersucht werden. Die Antwort auf die Frage lautet wie folgt. No, it is not enough to explain immersion as a characteristic of certain media types, because immersion is not a component of any medium. Rather, I'm thinking that immersion is purely the invention of the mind of the one immersed. And for this reason, there is no negotiation, because immersion is a figment of the imagination. The game is not negotiating. The game is simply stating the terms for engagement. Diese zwei Beiträge deuten auf einige Aspekte der immersiven Erfahrung, die meines Erachtens allzu häufig vernachlässigt werden, indem Aufmerksamkeit auf mediale und textuelle Charakteristika tendenziell fokussiert werden. Doch wenn Immersion als ein Invention of the Mind begriffen wird, deutet dies meines Erachtens weniger auf die vermeintliche Unüberschaubarkeit der Leistungen der Imagination, so etwas wie ein Black Box der Immersion, sondern auf Aspekte der Wahrnehmung, die bisher selten in Verbindung mit Immersion gebracht wurden. Ich möchte im folgenden Beitrag die Art der Involvierung, die durch Immersion entsteht, näher beleuchten, um somit die Aufmerksamkeit der Forschung schließlich auf ein breiteres Spektrum an ästhetischen Attributen des bewegten Bildes, jenseits von Diskussionen um einen vorgeblichen Abbildungsrealismus zu lenken, die Erfahrungen der Involvierung, Absorption oder Immersion mit beeinflussen. In den nächsten Minuten biete ich Ihnen einen Einblick in meine Forschung zum Begriff der Immersion an und mache Ihnen somit einen Vorschlag, wie jene Terms for Engagement with the Moving Image anders konzeptualisiert werden könnten als bisher. Ich möchte Sie mit zwei Erlebnismetaphern für die affektive Kraft von bewegten Bildern bekannt machen, die jeweils unterschiedliche Implikationen für die immersive Erfahrung haben. Mit diesen zwei Modellen im Blick möchte ich das Problem der ästhetischen Raumerfahrung und unsere komplexen Reaktionen darauf erörtern, vor allem wenn der gemeinte Raum körperlich nicht begangen werden kann, aber nichtsdestotrotz als Quelle eine Reihe von körperlichen Effekten dient, die überwältigend sein können, selbst wenn die Auslöser jener Effekte undurchschaubar bleiben. Das sind Fragen, die für zeitgenössische Diskussionen zu Immersion oder Präsenz zentral sind. Mein Ziel ist es, heute folgende Thesen zu lancieren: dass die illusionäre Wirkung erstens des bewegten Bildes nicht von der Vollkommenheit der Darstellung abhängt, das heißt nicht von Strategien des Realismus in der Gestaltung abhängt, und zweitens, dass Illusion und Abstraktion keine Gegensätze sind, sondern
gemeinsam zum Gehalt der räumlichen Präsenz beitragen. Okay, das Folgende ist das erste Erlebnismodell, also die Achterbahn. Die Achterbahn deutet auf eine Simulation von der Erfahrung von Kinetik und Motorik, aber auch auf die Kinetose, also das heißt die simulierte Bewegung, die oftmals eine reale Störung im Körper produziert, also die als Virtual Reality Sickness sogar benannt wird. Und die entsteht sowohl bei analogen wie auch bei rein digitalen Bildern, die Kinetose. Ich halte hier kurz an beim bekannten Werbefoto für den Film This is Cinerama von 1952, der die Vorzüge jener aufwendigen Breitbandtechnologie zur Schau gestellt hat. Wie viele andere Technologien seither und insbesondere der heutigen IMAX-Technologie versuchte Cinerama, immersive Zustände im Zuschauer auszulösen dadurch, dass der Zuschauer keinen Fixpunkt aus der eigenen Umgebung im Kino mehr sehen kann und somit der hauptsächlich frontalen Bewegung des Bildes auf einen Fluchtpunkt hin ausgesetzt wird. Also, Moment. Hier der Werbefilm von This is Cinerama. Also der hat Ton, aber unwesentlicher. Es ist wirklich ein sehr kurzer Clip aus diesem Werbefilm. Es hat nur Musik als Untermalung. Und also erklärt auch die Technologie, ne, die aus drei bewegte Bilder, die ineinander gereiht wurden, also die auch nebeneinander aufgenommen würden und dann wieder zusammengefügt wurden bei der Projektion. Also man versteht nicht, wie es geht. Und die Leinwand war immer gekurvt. Also das heißt, es war eine umfassende Projektion. Okay. Der nächste Ausschnitt. Also, wir sehen jetzt einen Ausschnitt aus dem Film C'était un Rendez-vous von Claude Lelouch aus dem Jahr 1976. Der Film besteht aus einer einzigen Aufnahme und zeichnet eine 8-minütige Fahrt durch Paris in einer einzelnen Aufnahme auf, die extrem bodennah entstand. Während dieser mehr oder weniger Echtzeitreise der Kamera durch den Raum schneiden Menschen und Fahrzeuge die Fahrtrichtung des Autos, obwohl es am Anfang des Films hervorgehoben wird, dass die Bilder ohne Fälschung bzw. ohne Trickaufnahme gedreht wurden, gilt die Herkunft des Tons jedoch als umstritten. Hier habe ich den Ton wieder weggeschnitten. Der Ton gibt an, dass also wir in einem Rennauto? Rennwagen, danke. Also, dass wir in einem Rennwagen sitzen, dies war nicht unbedingt der Fall, aber es klingt so. Wir konzentrieren uns aber eher auf der visuellen Ebene hier. Dieser Film wurde im Stil eines Phantom Rides gedreht, die von einer Kamera aus einem sich bewegenden Fahrzeug aufgenommen würden, sei es in Auto, U-Bahn oder Eisenbahn. Diese erfreuten sich im ersten Jahrzehnt der Filmgeschichte eine große Beliebtheit, fielen dann aber der fast gänzlichen Vergessenheit anheim. Erst in den letzten paar Jahren erlebten die Phantom Rides in der Film- und Medienwissenschaft eine Renaissance, weil sie dort häufig als Vorgänger der Virtual Reality angesprochen wurden. Phantom Rides gelten in dieser Lesart als paradigmatisches Beispiel einer bestimmten Art von immersiven Wirkung auf den Filmzuschauer. Constance Belides, die zu diesem Diskurs beigetragen hat, erkennt darin eine Erfahrungsangleichung zwischen dem Genre des frühen Films und dem, was sie als Movie Ride bezeichnet hat. Seit der Uraufführung von Star Wars im Jahr 1977 habe laut Belides der zeitgenössische Movie Ride die Angstlust der Bewegung durch den Raum als selbstständige Attraktion im Film neu etabliert, die jenseits der Handlung die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf sich lenkt. Sie schreibt, Zitat, das Gefühl der Immersion, das durch die enge Verknüpfung von visuellen, kinästhetischen und auditiven Modalitäten bei der Virtual Reality entsteht, ist in einer Reihe mit anderen kulturellen Technologien zu finden, wie zum Beispiel beim Computerspiel, bei bewegungssimulierenden Attraktionen und bei Movie Rides, das heißt bei Filmen, die Szenen enthalten, welche den Erfahrungen im Themenpark Attraktionen wie etwa Achterbahnen angeglichen sind. Zitat Ende. Wesentlich für diese Form der filmischen Attraktion ist die rasche Bewegung in Echtzeit nach vorne.
Thesen wie diejenige von Belides, die eine Verbindung zwischen realer, kinetischer Erfahrung und der Bewegung des filmischen Bildes erkennen wollen, werden in der letzten Zeit häufiger bemüht. Doch sie sind nicht neu. Bereits 1970 hat Raymond Fielding diese Verbindung zwischen der Erfahrung des Rummelplatzes und der sogenannten Hales Tours, Filmattraktion, hergestellt, die in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts populär war. Die Besitzer von Hales Tours seien, so Fielding, bestrebt gewesen, einen maximalen Realismus sowohl auf der Produktions- wie auch auf der Aufführungsebene zu erzielen, was im letzteren Fall dadurch erreicht wurde, dass die Zuschauerplätze in einem Bahnwagen angebracht waren, aus dem die Gäste die Projektion von Landschaftsszenen betrachteten, die vorher aus einem fahrenden Zug aus aufgenommen worden waren. Der Realismus, der hier angestrebt wird, ist laut Fielding dadurch gekennzeichnet, dass er sich stetig weiterentwickelt, voranschreitet etwa zu einem, Zitat, weniger stilisierten, naturalistischen Kino, das mit der Zugabe der Farbe beginnt, dann mit Mono und später auch Stereophonenton, dann mit dreidimensionalen Bildern und zu allerletzt mit Breitbandbildformaten fortgesetzt wird. Zitat Ende. Es ist anders gesagt derselbe Begriff von Fortschritt, den der Filmkritiker und Theoretiker André Bazin schon 1946 als Gründermythos des Films identifiziert hat. Die Vorstellung von kinematografischem Realismus, die für Fielding in der Disneyland-Attraktion des Jahres 1955 am vollkommensten realisiert wurde, fußt auf dem Gefühl, dass man in den diegetischen Raum des projizierten Films eingetreten ist. Eine Sensation, die in diesem Fall eben durch die Kombination der von Fielding aufgelisteten Technologien ermöglicht wird. In diesem Sinne könnte man annehmen, dass in dem Maße, wie die individuellen Elemente eines Raums perfekter nachgeahmt werden, auch das Gefühl der Immersion bzw. der Präsenz in jenem fiktionalen Ort sich intensivieren muss. Und in der Tat, laut sowohl Oliver Grau als auch Alison Griffiths, gewinnen immersive Medien gerade ihre affektive Kraft immer durch ihre Fähigkeit, einen dreidimensionalen Raum in einer möglichst detaillierten Wiedergabe zu suggerieren. In ihrem 2008 erschienenen Buch Shivers Down Your Spine, Cinema Museums and the Immersive View betont Alison Griffiths die Körperlichkeit der immersiven Rezeption. Sie definiert Immersion als, Zitat, das Gefühl, in einen Raum einzutreten, der sich unmittelbar als abgetrennt von der Welt präsentiert und der den konventionellen Modi des Betrachters zugunsten einer eher körperlichen Teilnahme an der Erfahrung ausweicht. Zitat Ende. Doch obwohl Realismus in Griffiths Studie als zentraler Bestandteil der immersiven Erfahrung gilt, unterscheidet sie dennoch zwischen Representational Realism oder abbildender Realismus und Experiential Realism oder erfahrungsbezogenem Realismus und erkennt damit an, dass immersive Erfahrung am besten durch eine Synthese von beiden Formen erreicht wird. Representational Realism, Experiential Realism, also abbildend oder erfahrungsbezogen. Wenn die Immersion nicht an die durch eine Apparatur gegebene Interaktivität geknüpft wird, wie so häufig bei der Diskussion von Computerspielen, aber eben nicht in der Diskussion, die für meinen Ausgangspunkt hier diente, müsste dem Experiential Realism folgerichtig mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, als Griffiths es sonst in ihrem Buch dann schließlich tut oder als es sonst getan wird. Aber wie lässt sich Experiential Realism beschreiben? In seinem Languages of New Media verwies Lev Manovich darauf, dass die Wirkungsmittel, die Immersion hervorrufen, nicht transhistorisch sind, sondern Bezug auf jeweils vertraute ästhetische Formen nehmen. Dies bedeutet, laut Manovich, dass die neuen Medien die Wirkungselemente von alten Medien nachgeahmt haben, um Experiential Realism zu bewirken. Er schrieb, Zitat, "The paradox of digital visual culture is that although all imaging is becoming computer-based, the dominance of photographic and cinematic imagery is becoming ever stronger. But rather than being a direct natural result of photo and film technology, these images are constructed on computers. 3D virtual worlds are subjected to depth of field and motion blur algorithms
Digital video is run through special filters that simulate film grain and so on. Die Frage, die hier noch offen bleibt, ist, ob Experiential Realism als Basis für immersive Erfahrung sich alleine nach dem bisherigen Abbildungsrealismus richten muss. Dementsprechend möchte ich die Aufmerksamkeit von Representational Realism abwenden, denn es geht mir hier nicht um eine Inventur der fördernden Elemente, die an eine Realismusästhetik geknüpft wird und somit auf eine Illusionsbildung zielt. Es geht mir vielmehr darum, die Funktionsweise der Experiential Realism zu hinterfragen. Nichtsdestotrotz, ob für Film, Videospiel oder auch Virtual Reality Umgebung, gilt noch immer sehr häufig die Devise, je räumlich detaillierter, desto immersiver. Ich möchte die Annahme, dass Involvierung und Immersion entweder von den apparativen Eigenschaften eines Mediums oder von einer Verpflichtung zum Representational Realism abhängen, dadurch hinterfragen, indem ich einige alternative bewegte Bilder als Beispiele zeige und damit die Rolle der Abstraktion in der Raumerfahrung näher beleuchte. In diesem Zusammenhang komme ich dann zum zweiten Erfahrungsmodell. Und das ist das sogenannte Funhouse. Seit den 80ern ist das Funhouse eine Seltenheit geworden, obwohl es in Wiener Prater einige Beispiele noch gibt. Das galt als ein Walkthrough, eine sogenannte Walkthrough-Attraktion, falls man es nicht kennt. Man bestimmte selbst damit die Dauer des Aufenthalts und es bestand aus einer labyrinthähnlichen Reihenfolge von Räumen, die eine Vielfalt an Attraktionen präsentierten, wie man hier sieht. Ziel des Funhouses war die Verunsicherung der Wahrnehmung von Schwerkraft, Gleichgewicht und allgemein der Selbstverortung. Schon 1997 deutete Janet Murray in Hamlet on the Holodeck auf das Funhouse als Modell für die immersive Erfahrung, ohne die Implikationen dieses Modells genauer auszuarbeiten. Sie betonte stattdessen die narrative Struktur einer solchen Attraktion. Sie schrieb: "The funhouse has an entrance and an exit that mark the beginning and the end of the story. As the visitor progresses on a moving platform, the dramatic tension builds from small surprises and hints of danger. Then there are thrills and a mounting sense of threat of terror or terror, which culminates in a big finish such as a free fall or an attacking beast. A funhouse is a movie made into a machine that you travel through." Meines Erachtens ist das Funhouse jedoch weniger mit der temporalen Erfahrung einer Handlung vergleichbar als mit einer Serie von Begegnungen rein körperlicher Natur. Die körperliche Reize und Effekte des Funhouses hat Tony Bennett schon 1983 in einer Analyse von Pleasure Beach in Blackpool, England beschrieben. Hier, so Bennett, ist es nicht nur der Körper, sondern auch die Psyche, die, Zitat, spielerisch diesem Übergriff aussetzt. Und weiter nach Bennett, Zitat, das Funhouse ist hier besonders erwähnenswert, weil es die üblichen Relationen zwischen dem Körper und der Maschinerie beim Pleasure Beach umdreht. Bei den meisten Angstlustattraktionen, wie zum Beispiel der Achterbahn, ist der Körper der Maschinerie ausgesetzt, die ihn zugleich von normalen körperlichen Einschränkungen befreit. Im Funhouse konkurriert der Körper mit der Maschinerie und versucht, sie zu überwinden, wobei er gewaltsam an die eigenen Einschränkungen erinnert wird. Die meisten Aktivitäten haben das Ziel, verschiedene mechanische Geräte körperlich zu meistern. Das Gefühl im Funhouse, eine Grenze zu überwinden, ist relativ stark. Diese Hindernisse markieren auch eine Grenze zwischen dem Funhouse und dem restlichen Pleasure Beach. Ein Zeichen dafür, dass die Relationen zwischen dem Körper und der Maschinerie hier umgekehrt sind. Eine Warnung davor, dass im Funhouse der Körper durch die Maschinerie geprüft wird, anstatt dass er durch sie unterstützt oder transportiert wird. Und dass der Körper der Maschinerie Widerstand leisten und mit ihr ringen muss, anstatt sich ihr auszuliefern. Zitat Ende. Bennett stellt somit eine Opposition zwischen der Achterbahn und dem Funhouse her, die insofern hier etwas relativiert werden sollte, als das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt, das beim Funhouse provoziert wird, meines Erachtens nicht nur in die strikte Trennung zwischen Mensch und Apparatur mündet, die Bennett in den vielfältigen Prüfungen der menschlichen Körper zu erkennen meint. Vielmehr ist sie, so möchte ich behaupten, auch bestrebt, eine kurzzeitige
Umgestaltung der Wahrnehmung zu bewirken. Man tritt beim Funhaus in eine Umgebung ein, in der die gewöhnliche Konfiguration von Raum und selbst außer Kraft gesetzt werden. Das Funhaus gilt damit nicht nur als eine Gelegenheit zum Überwinden dieser Zustände, sondern auch als ein Anlass zum Verweilen in einer etwas anderen Welt. Ebenso wie das Funhaus bieten immersive Erlebnisse sowohl die Gelegenheit an, nicht nur einen Transport des Selbst zu bewirken, als auch eine kurzzeitige Transformation. Diese transformativen Aspekte der Immersion haben weniger mit der Vollkommenheit und Vorstellbarkeit eines simulierten Raums zu tun, wohin sich eine Rezipientin hineinprojiziert, als mit der Situation einer grundsätzlichen, empathischen Übereinstimmung. Während eine solche Übereinstimmung mit einem Avatar in einer Spielsituation oder mit einer Figur in einer Handlung als Bestandteil der Immersion ohne weiteres nachvollziehbar zu sein scheint, habe ich an anderen Stellen ausführlich dafür plädiert, die komplexen Implikationen von der Einfühlungsästhetik für die Immersionstheorie brauchbar zu machen. Eine intensive Auseinandersetzung sowohl mit anderen Menschen als auch mit Raum, Form und Farbe war schon im Konzept der Einfühlung implizit. Dieser Begriff, der eine ästhetische und psychologische Anteilnahme beschreibt, hatte vor allem um 1900 Konjunktur und wurde besonders durch die Schriften des Psychologen Theodor Lipps popularisiert. Die historische Debatten zur Einfühlung sind insofern interessant, als sie ungewohnte Formen des Verbundenseins mit ästhetischen Objekten beschreiben, die in vielerlei Hinsicht Ähnlichkeit mit den heutigen Begriffen der Immersion in Präsenz besitzen. Und in der Tat war die Suche nach einer adäquaten Form der Beschreibung ästhetischer Raumerfahrung von besonderem Interesse für die Einfühlungstheoretiker. Der Kunsthistoriker Harry Mulgrave hat diese Problematik wie folgt beschrieben. Zitat: Der Genuss von Symmetrie ist weniger ein Ergebnis der Regelmäßigkeit oder Proportionen von Gestalten als ein Produkt der Erinnerung an den Genuss daran, die Bewegung in dieser Symmetrie nachzuahmen. Diese Erinnerungen an die konkrete Welt, die Selbsterfahrung unserer eigenen Situation durchdringt, unsere Raumwahrnehmung. Und so wirken dann alle räumlichen Gebilde ästhetisch auf uns, sofern sie Symbole eines von uns erlebbaren eigentümlichen Wohls oder Wehes sind. Zitat Ende. Diese Form der Erinnerung an die Bewegungen der Körperlichkeit hat besondere Konsequenzen für die Rezeption des bewegten Bildes. Ich schlage somit vor, eine immersive Wahrnehmung nicht nur als eine Hineinfügung des Subjekts in eine plastische, realistische Bühne, wie eine Puppe ins Puppenhaus zu verstehen, sondern als die Einfühlung des Subjekts in die Form und die Kinetik der Welt. Durch die Berücksichtigung von Einfühlungseffekten wären vielfältigere Formen der Involvierung mit Raum bei der Immersion zu untersuchen, als diejenige, die sich ausschließlich mit der naturnahen Wiedergabe eines dreidimensionalen Raums befassen. Also noch ein Beispiel, ein sehr kurzes. Schon die frühesten Filmzuschauer haben gemerkt, dass das Kino ein völlig neues Raumgefühl ermöglicht hat. Die Kontroversen um die historische Reize des Films, der Gebrüder Lumière, die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat, die am deutlichsten von Martin Leuperdinger und Tom Gunning untersucht und widerlegt wurden, sind hierfür aufschlussreich. Es geht hier um die Behauptung, die heute immer noch kursiert, und sie wird zum Beispiel unproblematisiert von Oliver Grau in seinem Buch zur Immersion mehrmals referiert, dass die Vorführung dieses Films 1895 durch die realistische Wiedergabe eines ankommenden Zuges Schock und Terror im Zuschauerraum ausgelöst habe. Und unter anderem wird diese Erzählung vor allem als Werbestrategie in der frühen Filmzeit betrachtet. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass es so eine Reaktion gab, denn das Bild, also in der Projektion, war sehr, sehr klein und begann bei einem Standbild. Das heißt also, in etwa so groß war die Projektion. Also, und ich denke, es ist relativ schwer verständlich, dass man also in Schock und Terror versetzt werden könnte. Jedenfalls, Tom Gunning hat in seinen vielen Beiträgen zum damaligen Cinema of Attractions und spezifisch zum Phänomen der Astonishment
das sehr wohl von der frühen Filmzuschauer erlebt und berichtet wurde, nicht die Realismus der Wiedergabe verantwortlich gemacht. Vielmehr hing so Gunning jene Überwältigung von einer abstrakteren Form der Raumerfahrung zusammen, die die Bewegung des Bildes mit einem allgemeinen Begriff der Movere vereinen. Was hier auch in dem Wasser, also Wasser, Rauch und die Bewegung von Blätter waren extrem beliebte Themen in den ersten Jahren des Films, also haben eine große Faszination ausgelöst. Also das letzte Beispiel. Erwin Panofsky hat sehr zutreffend diese Eigenschaft wie folgt beschrieben. Hier hat der Zuschauer einen festen Platz inne, aber nur äußerlich, nicht als Subjekt ästhetischer Erfahrung. Ästhetisch ist er in ständiger Bewegung, indem sein Auge sich mit der Linse der Kamera identifiziert, die ihre Blickweite und Richtung ständig ändert. Ebenso beweglich wie der Zuschauer ist aus demselben Grund der vor ihm erscheinende Raum. Es bewegen sich nicht nur Körper im Raum, der Raum selbst bewegt sich, nähert sich, weicht zurück, dreht sich, zerfließt und nimmt wieder Gestalt an. Zitat Ende. Das fundamentale Fließen, die Räumlichkeitsgefühl des Filmzuschauers bestimmt, trägt zu einer komplexen Form der kinästhetischen Erfahrung beim Filmbetrachten bei. Filmischer Raum dürfte von daher nicht als Reproduktion von architektonischem Raum bzw. als bloße Dokumentation von Raum als Behälter von Objekten begriffen werden, wo vielerlei Aktivitäten stattfinden, sondern als eine Art kaleidoskopischer Raum, in dem die Dinge der Welt schwanken, ihre Form verlieren und neue Formen annehmen. Um zurück zur Erfahrung der ersten Zuschauer zurückzukehren. Somit wird die semantische Identifizierung und Einordnung eines Objekts, zum Beispiel die Wellen des Meeres, der Rauch oder die Blätter eines Baums, mit dem puren kinetischen Vergnügen an die Bewegung kombiniert, die das Auflösen des Objekts in einer rhythmischen Intensität bewirkt. Gunnings Begriff von The Cinema of Attractions, die diese Form der ästhetischen Involvierung fokussierte, möchte ich als fortdauernde Eigenschaft des bewegten Bildes hervorheben, die ästhetische Versenkung beim Film mitverantwortet. Siegfried Karkauers Beschreibung seiner eigenen ersten Begegnungen mit Film belegt diese Form der Versenkung. Er schrieb: Ich war noch sehr jung, als ich meinen ersten Film sah. Der Eindruck, den er in mir hinterließ, muss berauschend gewesen sein, denn ich beschloss dann und dort, meine Erfahrung zu Papier zu bringen. Wenn ich mich recht erinnere, war dies mein frühestes literarisches Projekt. Ob ich es je ausführte, habe ich vergessen. Aber ich habe nicht seinen umständlichen Titel vergessen, den ich kaum aus dem Kino zurück unverzüglich einem Fetzen Papier anvertraute. Der Titel lautete Film als der Entdecker der Schönheit des alltäglichen Lebens. Und ich erinnere mich, als wäre es heute, der Schönheiten selber. Was mich so tief bewegte, war eine gewöhnliche Vorstadtstraße, gefüllt mit Lichtern und Schatten, die sie transfigurierten. Einige Bäume standen umher und im Vordergrund war eine Pfütze, in der sich unsichtbare Hausfassaden und ein Stück Himmel spiegelten. Dann störte eine Brise die Schatten auf und die Fassade mit dem Himmel darunter begann zu schwanken. Die zitternde Oberwelt in der schmutzigen Pfütze. Dieses Bild hat mich niemals verlassen. Zitat Ende. Diese Darstellung der frühen Kinoerfahrung würde häufig als Beleg für die Kraft des filmischen Realismus, für die Auseinandersetzung mit der Welt im naturalistischen Sinne verstanden. Es gilt jedoch eher als eine Beschreibung der Art von Erfahrung, die der Film zugänglich macht. Kurz, nicht als Beispiel von Representational Realism oder externen, abbildenden Realismus, sondern von Experiential Realism oder internen, erfahrungsbezogenem Realismus. Die zitternde Oberwelt in der schmutzigen Pfütze ist eine Art von Abbild, aber ein trübes, verwischtes, kinetisch verwandeltes, schlicht zerstreutes. Wie Sie sicherlich schon gemerkt haben, ging es für mich heute in meiner Untersuchung von Zusammenhang zwischen Immersion und Abstraktion weniger um Filme, die traditionell im Zusammenhang mit der filmischen Abstraktion als Beispiel dienen. Um den hier zugrunde liegenden Begriff der Abstraktion zu verdeutlichen, möchte ich in aller Kürze auf die Forschung von Matthias Haldemann zum Begriff der Abstraktion bei Kandinsky verweisen. In seinem 2001 bei Finck erschienenen Kandinskys Abstraktion, die Entstehung und Transformation seines Bildkonzepts,
plädiert Haldemann für die Notwendigkeit einer Revision des Abstraktionsbegriffs und stellt somit die Frage, Abstraktion worauf? Die Antwort auf diese Frage erkennt in Kandinskys Abstraktionsbegriff einen Beitrag zu einer Bildtheorie an, denn die Abstraktion verweist auf die Ebene der Bildwirkung, indem sie sich mit sinnlich, also Zitat Haldemann, sinnlich erfahrbarer Wirklichkeit und nicht als deren Negation befasst. Somit wäre auch in der Gegenständlichkeit die Abstraktion zu erkennen. Laut Haldemann, Zitat, zum ersten Mal sprach Kandinsky 1909 von der abstrakten Wirkung eines weitgehend noch als gegenständlich begriffenen Werkes. 1912 stellt er fest, dass das abstrakte Klingen einer körperlichen Form keine Zerstörung des Gegenstands brauchte. Selbst ein an sich gegenständliches Bild könne demzufolge abstrakt gesehen werden. Es sei möglich, Objekt und Malerei gleichzeitig zu erkennen. Abstrakt ist hier mit Wirkung gleichgesetzt. Folglich fand eine bedeutsame inhaltliche Verlagerung statt. Hatte abstrakt zunächst allein gegenstandslose Elemente bezeichnet, bezog sich der Begriff ab 1909 ebenso auf die Wirkungseigenschaften eines Bildes und auf das Vorstellungsvermögen von Künstler und Betrachter. Zitat Ende, das alles Haldemann. Diese Umdeutung des Abstraktionsbegriffs bei Kandinsky, die für Haldemann sich einsetzt, deutet auf die Notwendigkeit einer analogen Verlagerung der Aufmerksamkeit beim Betrachten des bewegten Bildes. Von den Prozessen, die sofort mit der semantischen Identifizierung von Gegenständen befasst sind, auf das Betrachten und die Wirkung des Bildes selbst, die nie aufhört, sich zu verwandeln, oftmals in eine Oszillation zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit. Denn bei der Abstraktion des bewegten Bildes ist das Verhältnis zwischen Linie und Fläche um einiges komplizierter, als sie sich schon beim stehenden Bild war. Wie zum Beispiel in diesem letzten Film Larry Gottheims Fogline von 1970. Er dokumentiert die Aufdeckung einer Landschaft, die zunächst fast gänzlich von Nebel verdeckt ist, und somit schwebt er zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit. Gottheims Film, wie viele andere seiner Zeit, versucht die Zwischenräume der Wahrnehmung des bewegten Bildes hervorzuheben, wo Gegenstände sich auflösen und wieder Form annehmen, zwischen Gegenständlichkeit und Rhythmus, formale Stringenz in purer Intensität changieren. Solche Filme wie diese knüpfen an die Erfahrung der frühesten Filmzuschauer an und können Zweifel an die unkomplizierte Beschreibung der Art und Weise, wie Raumerfahrung im bewegten Bild verarbeitet wird, stiften. Die Raumerfahrung des bewegten Bildes ist vielfältiger und eigenständiger, als die Achterbahn es impliziert. Wir treten damit viel eher ins Funhaus der ästhetischen Erfahrung. Ich danke für die Aufmerksamkeit.